So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Kurz noch was in eigener Sache. Ihr seht es oben schon. Der Moritz ist jetzt auf Platz 3 mit 6 Siegen. Der hat gestern ein bisschen Gas gegeben in den Custom Games. Fabi war gestern, glaube ich, nicht da. Dulli hat gestern seinen 10. Sieg gemacht in den Custom Games. Und wenn du Lust hast, auch mitzumachen, natürlich gerne einfach in den Livestreams vorbeischauen. Dafür gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit du halt den Livestream auch nicht verpasst. Generelle Uhrzeit ist immer so, sage ich jetzt mal, 18 Uhr abends. Wegen der Arbeit bin ich dann ungefähr zu Hause. Also würde mich freuen, wenn du einfach mal vorbeischauen würdest. So, ich würde sagen, wir gehen auch rein schon in den Shop. Und was haben wir? Gut, ich habe eben schon nachgeguckt. Wir haben Victoria Sand drin mit passendem Rückenaccessoire. Dann natürlich noch mit einem anderen Stil. Ach, ohne... Oh, so sieht sie gut aus. Also so gefällt es mir auf jeden Fall. Gar nicht mal so schlecht. In der Variante nicht so, aber ohne Hut, ja, kann man, sieht gut aus. So, des Weiteren haben wir Block und Stalker. Machen wir hier einen Vampirjäger. So, dann haben wir Hasenwolf wieder drin. Natürlich in, zack, in drei verschiedenen Varianten. Die gefällt mir immer noch am besten. Da muss ich immer ein bisschen an Coco denken. Er hat nämlich den männlichen Skin davon. Ja, ist okay, aber ist halt wieder so ein Geschmackssachen-Ding, ne? Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Ist klar. Dann haben wir als nächstes, da ist es schon, die männliche Variante. Warum geht denn immer hier hin? So, zweimal das Lama, einmal der Wolf. Grüße gehen raus an dich, Coco. Also in-game sieht der Skin wirklich in der Variante hier deutlich besser aus als hier. Kann ich halt wirklich nur empfehlen, sorry, aber eine leichte Erkältung braut sich bei mir zusammen. So, passenden Rückenaccessoire. Reden ist ein bisschen schwer. So, dann haben wir noch Neontier, die Tarnung. Die ist aber nice. Und die Tarnung ist wirklich okay. Des Weiteren ist der Pinzerbomber wieder drin. Mit passendem Rückenaccessoire. Hab ich den noch nicht? Ich dachte, ich hätte ihn. Lol. Wieder ein Skin, wo ich denke, ich hab ihn, aber hab ihn gar nicht. Dann haben wir Donner-Ross wieder drin. Ist okay, aber ihr wisst ja, 1200 V-Bucks für eine Pickaxe. Naja. Dann Glyphe der Dunkelheit. Ja gut, die musste ich mir holen. Ich liebe den Skin, den Kleider einfach. So, das war das. Dann haben wir Fokus ist wieder zurück. Immer noch ein schöner Skin. Also ich weiß nicht, irgendwie hat der Skin was. Irgendwie. Er ist vielleicht nicht der schönste, aber irgendwie hat der Skin einfach was. So, dann haben wir Cloakstar wieder drin. Der war aber auch schon ewig nicht mehr drin. Aber immer noch irgendwie nice. Ist halt Rette die Welt, Ninja. Alle, die Rette die Welt spielen, wissen, was ich meine. So, dann haben wir Prima Remix. Bing, bing, bing. Ist nice. Ich kann es schon jetzt sagen. Bisschen nice, bisschen krank. Halt einfach irgendwie zusammengemixt alles. So, dann haben wir Zahnseidenwirbler. Des Weiteren Hüpflama. Hirnüberladung. Und das war's eigentlich schon. So, dann die üblichen Pakete sind drin. Aber ich hatte gestern schon im Livestream gesagt, ich glaube, auf alles gehe ich nicht mehr ein, weil die Pakete waren gestern schon drin. Ansonsten haben wir halt nichts Neues, was das betrifft. Die Marvel-Pakete sind halt immer noch alle im Shop drin. Eieieiei. Erkältung, Erkältung. Ich glaube, ich rufe gleich meinen Chef an. Frage erstmal, ob ich so überhaupt arbeiten kommen soll. So, dann gehen wir ganz schnell rüber in Rette die Welt. Ich habe mal wieder vergessen zu gucken, ob es überhaupt V-Bucks-Aufgaben gibt. Und wie sieht's aus? Oh, heute 35 V-Bucks. Einmal in Level 52. Gehen wir direkt mal rein. Mal gucken, ob ich die auch direkt diesmal wieder nicht finde. Man kennt mich ja. So, 52, 52. Schön die Zahlen merken. Und in... 4 Tagen. 4 Tagen kriege ich wieder 150 V-Bucks. Man kennt es. 54 müsste hier sein. 52, 52.
52. Habe ich 52 gesagt oder 54? Ich sage, ich werde alt. 52 und Mission ist, repariere den Schutzbunker. Da ist es schon. 35 V-Bucks. Alle, die Rette die Welt haben, holt euch die V-Bucks mit. Plus die Tagesaufgabe. Und Lama gibt es heute nichts Besonderes. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wer noch kein Like da gelassen hat, gerne ein Like da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich heute Abend im Livestream. Aber denkt dran, heute ist Donnerstag. Heute kommen die Aufgaben. Eventuell ein bisschen später. In dem Sinne, haut rein.